Du bist Anfänger und möchtest Qigong ausprobieren, ob das was für dich ist? Dann bist du hier genau richtig im Qigong-Club auf YouTube. Mein Name ist Corno, ich bin seit 20 Jahren Qigong-Lehrer deutschlandweit und Autor des Buches Qigong für Dummies. Freue mich riesig, dass du hier eingeschaltet hast. Und schon geht's los mit drei Tipps, die meiner Meinung nach sehr förderlich sind, wenn du mit Qigong anfangen möchtest. Also, kommen wir zu Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 bedeutet, ich würde dir empfehlen, die 5 Übungen des Wudang Qigong so als ein komplettes Übungssystem auszuprobieren und reinzuschnuppern. Und genau dafür habe ich hier auf dem Kanal einen kostenlosen 15-tägigen Kurs. Ohne Registrierung, ohne irgendwas. Du musst einfach nur die Übung machen. Wie geil ist das denn? Ja, den verlinke ich dir, die Playlist verlinke ich dir am Ende des Videos und da sind dann in der Playlist die 15 Videos drin, immer mit ein bisschen Einführung, so wie kleine Miniseminare, 15 bis 20 Minuten am Tag und das würde ich dir als Anfänger empfehlen, damit mal zu beginnen, um so ein Gefühl für die Übung zu bekommen und ob das was für dich ist. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 hängt direkt mit dem ersten Tipp zusammen. Und zwar würde ich dir dringend empfehlen, am Anfang strukturiert an die Sache heranzugehen und zumindest in den ersten Wochen wirklich täglich zu üben oder zumindest unter der Woche täglich zu üben. Und auch dafür bietet sich dieser 15-tägige Kurs an. Daher würde ich dir empfehlen, mach dir einen begrenzten Zeitraum. Du kannst auch gleich sagen, ich möchte einen Monat ausprobieren oder meine Güte, zur Not auch eine Woche. Kannst du selber entscheiden. Aber dieser 15-Tage-Kurs, das ist jetzt also nicht zufällig, sondern da denke ich, wenn du 15 Tage lang jeden Tag 15 bis 20 Minuten geübt hast, dann hast du schon einen ersten Eindruck, einen guten, weiten ersten Eindruck, was Qigong dir bieten kann und dass du so ein bisschen schon in der Materie drin bist. Und danach weißt du ganz sicher, ob das was für dich ist oder nicht und ob du tiefer in Qigong einsteigen möchtest. Kommen wir zum dritten und letzten Tipp für Anfänger, den ich habe. Und der hängt auch wieder mit diesem 15-Tages-Kurs eigentlich zusammen. Und zwar würde ich dir empfehlen, jeden Tag zur gleichen Zeit zu üben. Und das bedeutet für die meisten entweder nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafengehen. Sprich, wenn du deine Ruhe hast. Wenn du eine Tagesstruktur hast, wo das nicht so funktioniert, dann such dir mal oder überleg mal, wann im Laufe des Tages hast du vielleicht mal 15 bis 20 Minuten, die du dir freiräumen kannst, wo du dein Handy ausschalten kannst, wo du wirklich deine Ruhe hast und nicht ständig irgendwie auf den Postboten wartest und deinen Übungsplatz verlassen musst, sondern wirklich so die Zeit hast und den Raum hast, in dich reinzuspüren. Und 15 bis 20 Minuten sind dafür eigentlich ziemlich optimal. Das wäre so mein Tipp und für fast alle bedeutet das dann, wie gesagt, nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafengehen, wo noch nicht so viel Betrieb ist oder wo langsam alle schon ein bisschen so zur Ruhe kommen. So, das waren meine drei Tipps für dich als Anfänger. Ich hoffe, dir hat das weitergeholfen. Wenn du magst, kannst du das Video gerne liken und auch teilen und den Kanal hier abonnieren und die Abo-Glocke drücken, nur wenn du Lust hast. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in einem weiteren Video wiedersehen. Hier gibt es nämlich ziemlich viele auf diesem Kanal. Also, bis demnächst. Ciao.